Du möchtest eine garantierte Anleitung haben, um in der Friendzone zu landen? Dann pass auf, wie Michael das gemacht hat. Michael möchte endlich wieder neben der einen Frau aufwachen, die ihm wirklich etwas bedeutet. Er will endlich wieder Sex, Intimität und Nähe spüren. Er will eine tiefe Verbindung, so wie er sie schon lange nicht mehr hatte. Aber er hat keine Ahnung, wie so etwas für ihn möglich sein soll. Auf seinen Dates traut er sich nie, den ersten Schritt zu machen. Er sagt zu allem Ja und Amen, was sie sagt, setzt keine Grenzen und seine Gespräche verlaufen langweilig und ohne sonderliche Spannung. Und meistens wird daraus eh nur eine Freundschaft oder meistens gar nichts. Ich bin fest davon überzeugt, dass Männer nicht einfach nur rumvögeln wollen. Ja, Sex ist toll, aber wir möchten doch alle eigentlich nur diese eine besondere Verbindung verspüren. Jedenfalls wollen das genau meine Klienten, Männer wie die hier und du wahrscheinlich auch. Dann identifizierst du dich wahrscheinlich ein Stück weit mit diesem Mann. Dieser Mann ist ein Denker. Er fühlt mit seinem Herzen, aber er zerdenkt seine Gefühle. Michael zweifelt alles an. Er sagte mir, naja, ich weiß nicht, ob das Ganze nur freundschaftlich wird oder ob sie eigentlich wirklich Interesse an mir hat. Ich schaue mir das Ganze mal an. Mal sehen, was passiert. Das heißt, dieser Mann legt die Verantwortung, ob etwas zwischen ihr und ihm passieren wird, vollkommen in ihre Hände. Er wartet. Und wartend hofft er, dass sie etwas macht. Aber ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten, die in genau der Situation waren. Und ich habe sie ebenfalls gefragt, hey, warum ist nie etwas zwischen euch geworden? Weißt du, was sie denkt? Naja, ich weiß nicht, ob das Ganze nur freundschaftlich wird oder ob er wirklich Interesse an mir hat. Ich wollte erst mal gucken, was passiert. Mein Lieber, sie wartet genauso wie du. Michael denkt, er wäre höflich, respektvoll, ein Gentleman. Aber die Frau, die du magst, denken zu lassen, ich weiß nicht, ob wir nur freundschaftlich sein werden, ist nicht höflich oder respektvoll. Es ist feige. Sie hat dich nicht in die Friendzone gesteckt. Du warst das. Und du raubst ihr diese Erfahrung mit dir. Sie verliert dich und du verlierst sie. All das entziehst du ihr und du machst das nur, weil du glaubst, dass sie dich nicht mag. Aber mein Lieber, dafür gibt es eine praktische Lösung. Frag sie doch einfach. Sag mal, findest du mich eigentlich attraktiv? Ja, die kleine Stimme in unserem Kopf, von der wir glauben, dass sie Macht über uns hat, die hat jetzt einfach keine Macht mehr über dich. Du magst sie. Nochmal, sag es ihr auch. Alles wird gut. Wenn du es ihr klar machen kannst, dass du nichts, rein gar nichts im Schilde führst, und von mir aus kannst du es ihr auch genauso sagen, dann wird ihr Computer erst einmal Error machen. Sie wird sich denken, Moment mal, was ist denn hier los? So mutig wie er war noch keiner. Ich sag es ihr einfach. Ich finde dich wunderschön. Und wenn du mir einen Korb geben möchtest, dann mach das ruhig. Aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, dass ich ein Mann bin. Das war's. Vollkommene Ehrlichkeit und Unabhängigkeit. Es durchbricht diesen ganzen Mist, den sie genauso wie wir in ihrem Kopf hat. Es darf knistern zwischen euch, beim Berühren, beim Küssen, beim Sagen, ich mag dich. Wenn du ein Geschenk für Frauen sein möchtest, dann ist es dein Job, ihr beim ersten Date zu sagen, dass du Interesse an ihr hast und sie auch zu küssen. Und es ist wunderschön, dann mit ihr in die Tiefe zu gehen. Du darfst etwas riskieren. Das ist sogar sehr wichtig. Ein verständnisvoller Mann weiß, dass sie gerne über normale Alltagssachen redet, aber auch über ihre Träume, über ihre Ängste, dass sie gerne mit dir lachen möchte und über Sex reden kann. So wie du. Sie will nichts mehr als die Erlaubnis, endlich loszulassen. Diese Zweifel im Kopf abzuschalten, das wollen wir alle nicht. Darum, mach ihr keinen Druck, sondern zeig ihr, dass es okay ist, sich bei dir frei zu entfalten. Und wenn du wissen möchtest, wie du ein Gespräch blitzschnell in die Tiefe lenken kannst, damit du mit ihr sogar über Sex reden kannst, dann habe ich dir dazu ein sehr knackiges Video aufgenommen. Das findest du hier. Und wenn du nicht da draufklickst, mein Lieber, dann läufst du Gefahr, dass sie den nächstbesten Assi kennenlernt, der leider diese Videos nur nutzt, um sich Strategien anzueignen, um sie ins Bett zu bekommen. Das hat sie nicht verdient. Und du landest sonst wieder in der Friendzone.